Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Europa Universalis 4 als Österreich. Mein Name ist Leikauer und wir sind mitten im Krieg gegen den Kirchenstaat. Der Kirchenstaat hat es gewagt, ich weiß nicht mal wieso, das heilige römische Kaiserreich zu verlassen. Kein Plan, warum die das gemacht haben, aber wir sind jetzt mitten dabei, die minus 31 umzukehren, damit das alles hier wieder schön seinen geregelten Gang geht. Die Schweiz hat es auch verlassen, zu unserem Ungunsten, aber es war auch ein Vorfall und so weiter. Da habe ich so ein bisschen Verständnis, aber jo, ansonsten checke ich da jetzt nicht so durch, warum das jetzt so sein musste mit dem Kirchenstaat. Nichtsdestotrotz geben wir unser Bestes und hauen ordentlich rein, dass der Kirchenstaat schön reinkommt. Und es gibt Stress, es gibt hier richtig Beef im Kernland an vielen Punkten. Deswegen müssen wir uns zuerst dem Beef widmen. So, ihr geht mal einmal hier rüber. Und wir brauchen einen General, einen besseren General, bitte, bitte, bitte. Oh, der sieht ein bisschen besser aus. 2 Sterne, oh, ein 2-Sterne-General, sehr gut. Sehr gut. Wenn man mal Glück braucht, oh Gott, wirklich gut. Also, die 21.000 werden 24, 22, 13, 7, 19 und 15.000 hier oben nicht platt kriegen. Das ist völlig utopisch. Ich hau mir was dazu, nehmen wir mal die ersten besten, ist teuer, aber das Leben ist auch hart, also von dem her kann ich es eh nicht ändern. So, lassen wir mal ein bisschen weiter nach vorne laufen und hauen mit den Söldnern und mit den Truppen hier alles platt und gehen dann zum Kirchenstaat, der einen Frieden will, den wir nicht wollen. Unrechtmäßiges Gebiet Utrecht. Was haben die denn da überhaupt geschnappt? Moment, vielleicht lohnt es sich tatsächlich, Friesland freizulassen. Ja, komm. Lasst Friesland bitte frei. Und jetzt hassen die uns. Ja, jetzt schicken wir natürlich jemanden hin, damit sie uns nicht hassen. Logischerweise. Tja, Utrecht, das Leben ist hart. Was erobert ihr auch was ihr nicht sollt? So, die kriegen auch einen Anführer. Die Söldner können jetzt nicht mit unseren Truppen zu einem zusammengefasst werden. Deswegen auch der zweite General. So, können wir da jetzt nach Utrecht hin? Das ist doch Utrecht. Moment, hier. Können wir noch nicht? Was los, Utrecht? Macht mal hier keinen Terz. 2. Mai. Gut, dann geht ihr nach Neapel. Und die Parma-Jungs gehen nach Utrecht. Parma ist, glaube ich, Norditalien. Da bleiben wir bitte bis 60 plus. Und gehen einmal gleich hoch. Okay, wir geben den guten Söldnern ein bisschen Zeit, sich aufzubauen. Damit sie schön stark und groß sind, wie sich's gehört. So, einmal vor. So 2, 3 Monate. Monatchen. Und dann passt das. Dann können wir mit denen locker easy angreifen. Machen hier einmal den Zickzack-Move, rennen im Zickzack hier überall in unserem wunderschönen, ja, Vasallenstaat Ungarn und Böhmen oder in unseren Personalunion rum und dann zurück zum Kirchenstaat, damit er sich hier nicht denkt, er gewinnt noch. In Ordnung, Pest wurde erobert, viel wurde erobert, das ist natürlich immer nicht so cool. Suboptimal, so einmal 53, warten wir noch den Monat ab. Und dann gehst du nach Utrecht. Und komm, mach den Monat ready. Okay. Wir können wieder Kriege erklären. Alles tutti, genau. Eigentlich könnten wir auch Dalmatien den Krieg erklären. Wir sind aber nicht so gut momentan. Also von dem her, hier ist Utrecht. Hier, Beziehung verbessern, bitteschön. Ja. Und der Neapel-Boy, der muss auch länger bleiben. Die aggressive Expansion wird in Neapel sehr hoch sein, wenn wir den Kirchenstaat wieder hinzufügen. Also brauchen wir den da auch länger. Und dann schauen wir mal noch einmal drüber. Moment hier. Wer hat uns lieb? Die Walachei. Galizien noch. Der Deutsche Orden ein bisschen mehr. Oh, Masowien ist dem Reich beigetreten. Und ich weiß, waren das die 20 plus hier unten? Wir haben doch 20 plus letzte Folge bekommen. Das kann sein, weil Masowien dem Reich hinzugetreten ist. Ohne Flachs, das könnte es sein. Und die hier sind es nicht. Die hätten auch so dem Reich beitreten können. Geht das wieder? Jetzt bin ich verwirrt.
Aber doch, ich glaube, es geht jetzt aber wesentlich schwerer. Naja, wie dem auch sei, wir haben es jetzt mit Krieg gelöst. Krieg ist auch eine Lösung. Nein, ist natürlich keine Lösung. Hier nur for fun im Spiel, jetzt nicht da. Was rein interpretieren war nur ein kleines Späßchen. Also. Natürlich wäre es diplomatisch cooler, aber das Spielsystem hat's halt so rausgehauen. Ihr habt ja gesehen, in den ersten Folgen haben wir es so gut wie möglich diplomatisch gemacht. Und jetzt, ja. Komm, geh mal schon rein. Geh mal schon einmal rein, machen die 24.000 platt, dann die 23.000, dann die 13.000, dann die 19.000, dann die 15.000. Und dann gehen wir wieder schnurstracks in den Kirchenstaat, belagern alles zurück, schließen Freundschaft mit all unseren Vasallen, sodass möglichst alle unsere Vasallen werden, Vasallen, mit allen unseren Vasallen in spe, also mit allen unseren Mitgliedern im Reich. Und dann sollte das doch eigentlich auch ganz gut klappen. So, kriegen wir das jetzt hier hin oder ist das jetzt hier eine peinliche Nummer? Wir haben einen Zwei-Sterne-General, Leute. Okay, die auch. Das ist, muss man, ja, stimmt. Die haben auch einen Zwei-Sterne-General. Das ist natürlich der Nachteil. Aber es wird. Es wird, es wird. Jawohl. Komm hinterher. Jawohl, darunter. Als ob wir die hier herumstolzieren lassen, wenn wir die einmal draufgeklatscht, ist einmal draufgeklatscht. Punkt. So, zweimal draufgeklatscht. In Ordnung. Hier hauen wir jetzt die Kanönchen raus. Die gehen nach Wien. Und ihr geht mal hier nach vorne. Und ihr geht mal auch hier nach vorne. Die Kanönchen gehen nach Wien. Und mit den guten Jungs sollten wir vielleicht hier was hinkriegen. Die 23.000 eventuell. Fragen über Fragen. Ich habe keine Lust zu verkacken. Das sind halt nur 4.600. Moment. Ja, aber das hier sind auch nur Kanonen. Also was heißt nur? Wo hängt es denn hier? Die österreichischen Thronanwärterrebellen. Ja, hier hängt es am dransten. Am dransten. Am meisten. Ja, dann versuchen wir es einfach. Oder die setzen sich durch und dann haben wir einen Leopold als König. Hätten wir vielleicht auch einfach lassen sollen. Naja, weiß auch nicht. Wir werden auf jeden Fall sehen. So, komm. Jungs, einmal hier drauf. Oh ja, alle drauf, alle drauf. Alles, was wir haben, drauf. Auch wenn es nur Söldner sind. Was heißt nur? Ich hoffe, die sind gut. Hoffentlich hauen die. Moment, ich habe eine Idee. Ich gebe den Söldnern. Ah, Mist. Ich wollte den Söldnern den Zwei-Sterne-General geben. Naja, was soll's. Wir haben was gekort. Sehr schön. Und komm, die 18.000 reißen das Ruder in die richtige Richtung, wenn sie mal jetzt langsam ankommen hier. Komm. Yes. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Wobei. Ja, 0, oh, Wien erobern ist ja eine anstrengende Kiste. Das ist ja wirklich anstrengend. 9 Truppen. Ja. Zum Glück ist das unsere Stadt. Also unsere Hauptstadt. Und nicht die von jemand anders, wo wir uns hier reinknien müssen, das hinzubekommen. So, habt ihr es jetzt bald? Ja, also das haben wir schon mal hier souverän gelöst. Ganz souverän mit purer Schlagkraft. Hinterher, die Staatsehe ist vorbei. Ich will eine Staatsehe. Oh. Ja, dann warten wir mal, bis hier ready ist und dann hauen wir eine Staatsehe rein mit Kastilien. Eine Staatsehe mit Kastilien, so hinterher. Die haben jetzt keine Moral, haut die platt. Verloren. Oh mein Gott, unsere Zweiertruppe ist zuerst angekommen und ist kaputt gegangen. Oh nein, einfach. Also unnötiger geht's gar nicht, dieser Truppenverlust. Also, das kann doch nicht sein. Wir haben einfach jetzt mal Truppen verloren, weil's gerade lustig war. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass die kleine Truppe ja früher ankommt. Irgendwie pauschal hört sich's irgendwie logisch an, aber trotzdem wäre ich da nicht drauf gekommen jetzt. Unnötig, unnötig, unnötig. So, schaffen wir das hier noch? 0 Monate. Die setzen das jetzt durch. Alter Schwede. Da haben wir aber spät gehandelt. 444 hat der Gute und der 255. Was kommt denn jetzt? Ich bin schon richtig gespannt. Ja, das wird nix. Die setzen einfach eiskalt weiter durch, obwohl wir belagern. Was irgendwie komisch ist, aber ja.
Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So, was haben wir jetzt hier? Ja, er ist tragischerweise gestorben. Thronfolger 544, eigentlich ganz gut. Kaiserin 552, ganz gut. Und 635, eigentlich stark, sogar einen starken Anspruch. Ja, come on, haben wir jetzt... Moment. Der hat einfach nur keinen Nachfolger, aber sonst sieht er eigentlich ganz nice aus. 21 Jahre jung. Wo ist denn das hier mit der Dynastie? Hier. Von Habsburg wurde zu... Kein Plan, was das ist. Alwinski. Alwinski? Auf eine immerwährende Freundschaft. Missionarsstärke minus 5. Das Haus von Thürheim. Mit der Vereinigung von Ludwig I. und Maria Antonia haben wir nicht nur einen Ehepartner gewonnen, sondern auch einen neuen Verbündeten in unserem Reich. Die von Thürnheim sind eine alte und einflussreiche Familie und ihr Sitz in Triest ist ein Juwel des Kaiserreichs. Natürlich muss unsere Freundschaft in beide Richtungen gehen und es wird erwartet, dass Maria Antonia für ihre Familie spricht. Während unser Kaiser solchen Rat sehr sorgfältig in Erwägung zieht. Bis zum Rest des Spiels. Triest erhält den Sitz der... Okay. Ist aber ich... Nee, lokale Missionarstärke. Lokal, okay. Dann wird Triest, wo auch immer das ist, ich glaube irgendwo in Kernösterreich, oder? Immer autonomievoller. Hier unten. Ja, was soll's. Juckt mich jetzt nicht so sehr. So, ihr geht mal da oben drauf. Wir belagern Pest zurück. So, ein bisschen schneller bitte. So, Kostenstabilität minus, obwohl wir schon Stabilität eh on top mega sind, aber egal. So, ist der gute Neapel-Boy? Ich lasse in Neapel noch länger drin, kein Plan. Ich habe mit Neapel irgendwie Angst, weil es eben so nah am Ding ist. Drei reichen? Ja, dann können mal, warte mal. Die können da runter. Und von denen... Ach ja, euch kann ich den 3. Können 7,6 runter. Hier zusammenfügen. Pest gewonnen. Okay, ihr könnt alle runter. Uiuiui, ist das anstrengend. Moment. Jetzt macht mal hier kein Terz. Ja, wir haben was gekort. Können wir nicht zusammenfügen? Können wir nicht einfach... Die haben uns beleidigt. Moment. So. Da gehen bitte die zwei Truppen hin. Die fügen wir jetzt zusammen. Die bekommen auch wieder den General. Rücksichtslos. Schaden, Fernkampf. Jawoll. Sei mal schön rücksichtslos. Da drauf. Moment, da drauf. Passau abberufen. Okay. Ja, den können wir auch abberufen. Moment. Einen hierhin. Galizien. Ne, Galizien ist on top. Einen, wenn der wieder da ist, zu Walahei. Genau. Staatsehe Kastilien, machen sie schon automatisch. Brave Jungs. Staatsehe England. Ne, umkämpfte Nachfolge. Sowohl Kastilien als auch England. Ja, was denn hier los? Okay, Moment. Aber wir haben nicht dieselbe Dynastie. Und zwar doppelt nicht. Nein, und von Glück gesegnet, der Gute, ja. Nein, nicht dieselbe Dynastie. Auf jeden Fall, hier oben will ich noch eine Staatsehe. Wo ist denn das jetzt hier mit der Staatsehe? Come on. Oder haben wir schon eine? Mit England haben wir schon eine, alles klar. Dann brauchen wir uns da keine Gedanken machen. So, einmal auf die stärkere Truppe, bitte drauf. Wir haben wieder was verloren. Ja, die belagern da, war alles zurück. Ist doch egal jetzt. Erstmal Ruhe zu Hause. Ja, leider sind wir im Krieg. Wären wir es nicht, würde ich es anders lösen. So, Ferrara, ihr seid im Reich. Beziehung verbessern auf jeden Fall. Hier oben ein bisschen. Die Ecke. So, haut rein. Bitte haut gut rein. Haut so rein, dass ich glücklich bin. Also, so ganz reinhauen tun sie nicht. Da bleibt immer was übrig, was hinterher aufgeräumt werden muss. 0,0. 47 Kanonen sind über. Der Rest sind Söldner. Warum sind die Söldner nicht kaputt gegangen? Moment. Die Söldner kriegen jetzt den starken General.
und hauen da drauf und das hier erholt sich jetzt mal. Moment, Diplomat abberufen aus München. Und dann checken wir mal ab, was es hier noch so gibt. Padua. 74 hier, Mantua. Mantua, Mantua, Mantua. So, der Münchner Boy kommt zurück, Beziehung verbessern. Yes. Okay. Ihr geht mal ein bisschen weiter weg. Obwohl, ihr könnt zurückbelagern. Kanon seid ihr, ja? So, hier hauen wir jetzt drauf, genau. Oh, wie wir einfach, also andersrum wäre mir schon lieber gewesen, dass die, dass wer platt ist, ihr wisst schon, dass unsere Truppen stehen und nicht die, so Baden, okay. Utrecht zurück. Und Lund haben wir keinen Anspruch mehr, dass unsere Truppen eben stehen, ihr wisst, was ich meine. Und nicht die Truppen von den Söldnern, die Söldnertruppen. Alter Schwede, habe ich heute einen Knoten in der Zunge. So, Bosnien, Beziehung verbessern, aber schnell. Dankeschön. Hier, das läuft, das läuft. So weit, so gut, bis auf die Söldner, die bereiten mir ein bisschen Bauchschmerzen. So, wir haben was gekort. Aber die Söldner bereiten mir wirklich Bauchschmerzen. Ich hätte es... Ja, die Söldner hätten draufgehen sollen und nicht die. Was soll's. Okay, da drauf. Einmal hier hoch zu Hilfe. Obwohl, nee, hier runter zu Hilfe. Bleibt zusammen. Hier runter. Dann haben wir das mit allen geschafft. Fast allen geschafft. Das hier hinten ist auch erledigt. Okay. Dann bleiben wir hier nur noch 15 böhmische Thronanwärter-Rebellen. Und dann war es das. Staatsehe Brandenburg, bitteschön. Militärzugang Litauen. Nein. Kein Militärzugang für Litauen. So, 14%. Und dann müssen wir noch die Kirchenstadt-Sachen erobern. Ich glaube, am sinnvollsten ist es, die 15.000 hier oben wegzumachen. Tatsächlich. Und dann hier unten zu erobern. Ich glaube, so ist es am sinnvollsten. Hat Perugia noch Truppen? Ja, aber die sind fast... Ja. Also wenn wir Perugia drin haben, kicken wir die sofort raus. Wir brauchen gute Beziehungen auch zu ihnen. Und mit denen wird das, ja, das größte Problem. So, Bosnien noch ein bisschen länger. Ihr seid geografisch nah dran am Kirchenstaat. Ich finde es einfach irgendwie krank, dass wir den Kirchenstaat wieder reinholen müssen. Liegt es an der Größe, dass sie ausgetreten sind? Und die plus 20 waren wahrscheinlich Masowien. Gibt's denn noch den Deutschen Orden? Ja, den gibt's hier, der ist klein geworden. Und Danzig ist nicht im Reich und können... Moment, dann nehmen wir mal... Ja, gar keinen zurück, wir warten noch ein bisschen. Und dann schauen wir uns das hier oben mal an. Das sieht sehr interessant zu unserem Ungunsten aus. Können wir Polen noch ins Reich reinholen? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Für mich eigentlich die interessanteste. Friedensangebot. Ja, könnt ihr euch knicken? Oh nein, die waren schon bei 35%. Und jetzt haben sie es... Oh, wie unnötig. Naja, gut. Dauert es eben noch ein bisschen länger mit dem Kirchenstaat. Was soll's. Alles klar, du kommst raus aus Bosnien. So, Polen. Krieg. Eroberung der Hauptstadt geht. Geht, geht, geht. Danzig, Krieg. Keine Eroberung der Hauptstadt. Ist Danzig im Reich? Die Provinz ist Teil des Reiches, aber es ist ein Untertan von Polen, was nicht Teil des Reiches ist. Alles klar. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne dieses gelb gestrichelte hier überall. Ja, wunderschön. Aber orange gestrichelt ist auch mein erstes Mal, dass ich hier sowas sehe. Aber ganz interessant ist es. So, 71% haben wir es. Wir haben es natürlich nicht. 71% reicht auch nicht aus. So, Angebot vom Kirchenstaat. Nein. Stress. Keine Ahnung wo. Egal. Moment. Albanien. Ragusa. Beziehung verbessern. So, mit denen machen wir hier weiter. Wobei der Waller Highboy, der kann zurück.
Neapel, noch ein bisschen mehr Neapel. In Ordnung, 85%, das müsste jetzt langsam sein. So, was haben wir jetzt hier? Neuer Thronfolger oder Unruhe global plus 3 bis 1513. Neugeborene Tochter abgelehnt. What the fuck? Ach, wir haben niemanden. Und wir verlieren Legitimität und 10 Papsteinfluss. Ja, wieso nicht? Dann haben wir halt eine Frau. Wir sind eh nicht mehr auf die Kurfürsten angewiesen, dass sie uns wählen. Das ist doch dann völlig egal. Also für damalige Zeiten, also bei der Kaiserwahl auf jeden Fall. Aber ansonsten ist doch völlig Wurst, ist doch sogar schön. Wer ist es? Die Maria, Margaret und der Nachname unserer eigenen Nation, den ich nicht so easy aussprechen kann. So, habt ihr es jetzt bald? So, das haben wir wieder. Dann gehen wir hoch, hauen die 15.000 platt. Ich glaube, mit denen können wir einfach in die Schlacht ziehen und sie dann auflösen. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Auf jeden Fall, wir hauen hier oben die 15.000 platt. Um Prag kümmern sich dann unsere Vasallen und wir rennen rüber zum Kirchenstaat. Ja, den guten Jungs in Norditalien gebe ich ein bisschen mehr. Komm, komm, komm. Unglaublich, dass wir da noch einen Schritt runter machen müssen. Ah, wir haben es rechtzeitig geschafft. Sehr schön, sehr schön. Na komm, haut mal rein. Hinterher. Hinterher. Ja, Aasgeier, Unruhe in Stolp. Habt ihr Down gekriegt? Und jetzt noch hier oben die böhmischen Adligen, damit sich hier ein bisschen. So, ihr geht mal kurz hier helfen. Zwei Friedensangebote vom Kirchenstaat. Kann man irgendwie irgendwann mal einen Frieden erzwingen? Wahrscheinlich nicht. Brauchen die noch Hilfe? Nee, brauchen sie nicht. Sind stark genug. Alles klar, hier sind wir bei 0%. Ich würde jetzt sagen, wir belagern zurück. Wie machen wir es am sinnvollsten? Ich glaube, zuerst Diplomat abberufen, Mantua, okay. Zuerst, Moment, komm mal zurück. Zuerst den Kernkirchenstaat und ein Stück von Mailand, dass Mailand wieder ready ist, oder? Ergibt doch am meisten Sinn. So, Ingolstadt. Beziehung verbessern. Ingolstadt ist auch wichtig für mich. Regensburg. Komm, hauen wir den mal wieder raus. Regensburg. Und hauen wir den raus. Und hauen wir den nicht raus. Regensburg, Beziehung verbessern. Baden. Beziehung verbessern. Come on. Okay. Dann ist alles wieder tutti da unten. Dann einmal vor, bitte. Ja, mir gefällt das gar nicht, dass unsere Kanonen vormarschieren. Das ist wieder natürlich richtig blöd. Wir haben hier hinten was verloren. Ach du Heiliger. Naja, was soll's. Haha, ach du Heiliger, Kirchenstaat. Höhö. Nein, Spaß. So, und ihr geht jetzt. Festungsstufe 3, Festungsstufe 2. Dann belagern wir mal das hier oben. Oder, nee, Moment. Was habe ich gesagt? Rom zuerst. Dann ändert sich der Kriegsstand auch ein bisschen. Rom zuerst. Und ihr könnt hier so ein bisschen den Krieg suchen. Die Schlacht. Oder ich lösche euch wieder. Ach, wisst ihr, ich. Ja, ne, ich lasse noch kurz, aber ich bin kurz davor, die wieder zu löschen. Die sind sehr, sehr teuer. So, Danzig, Moment. Danzig ist Teil des Reiches, ist auch sehr interessant. Staatsehe, die sind eigentlich ganz gut drauf. Verbessern wir mal die Beziehung. Vielleicht wird Danzig dann ja auch Teil von unseren Vasallen, obwohl es Vasallen von Polen ist. Da bin ich schon richtig gespannt, was dann schlussendlich draus wird. Ah, gehen wir mal mit denen da drauf und mit denen da drauf. Dann erobern wir zwei Sachen gleichzeitig. Ja, hier gibt's Beef. Egal, die erobern ein bisschen zurück. Das ist schon besser als andersrum. So, Angebot aus dem Kirchenstaat abgelehnt. Hier hauen wir jetzt die Kanonen rein, damit es ein bisschen schneller läuft mit Rom. Und hier hauen wir mal nochmal schneller. So, Regensburg. Ja, da gibt's Beef, das ist egal. Regensburg.
Okay, der Regensburger Junge kommt raus. Der Ragusa-Mensch bleibt drin. So, wie schaut's aus? Hier, ihr mögt uns nicht. Okay, okay, okay. Und Beziehung verbessern. Dann, was ist noch so Berg? Berg mag mich nicht genug. Ich mag aber Berg. Ach, können wir niemanden? Doch, der Ragusa-Mensch raus. Und ab mit dir nach Berg, bitte. So, die wollen schon weißen Frieden. Und ich sage tatsächlich, glaube ich, ja, Moment, der Danzig-Junge zurück. Ja, jetzt haben wir es belagert, jetzt wollen die erst recht weißen Frieden. Ach, weißt du was, wir können die 19.000 nehmen und Plattown sind ja eh Söldner. Plattown, was es zu Plattown gibt. Ich meine, ja. Frieden. Geld. Haben die noch Truppen? Ja, die haben genug Truppen. Frieden, Geld und noch mehr Geld und Forderung senden. Und die brauchen sehr, sehr dringend bessere Beziehungen. Das sind eine der dringendsten Moment. Euch gebe ich sogar eine Staatsehe. Und ein Bündnis, so als wird hier ein bisschen verteilt. Läuft, jetzt wird da ein bisschen verteilt, da oben läuft's gut. Ihr kriegt eine Staatsehe. Und ein Bündnis, bitte. Und Dalmatien, da heben wir die Garantie auf. So, da oben, das haben wir gewonnen. Einmal da drauf. Läuft. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Dann gehen die da oben hin. Genau, dann haben wir einen frei. Können wir hier noch das Bündnis durchdrücken? Können wir nicht. Aber ich möchte, Moment, die Beziehung verbessern. Und hier kann sich mal ein bisschen was verteilen. So, 55er Kriegsstand mit dem Kirchenstaat. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht sogar richtig gut aus, 55er Kriegsstand. Machen wir mal noch da oben fertig. Vielleicht ist ja langsam schon der Frieden soweit. Wer weiß. Wenn wir das hier alles jetzt noch erobert haben. So, Moment, haben wir da noch? Ah, genau, ihr geht jetzt noch da drauf. Nein, da drauf. Weißt du was? Dann nehmen wir mal den aus Berg wieder zurück. Okay, okay, ja, ja, die blockieren alle unsere Häfen, Tritra, tralala. Ist wirklich nicht so... So der Punkt jetzt. So, Krieg erklären, Neapel, Eroberung, nee. Wir holen uns Dalmatien später mal. Ich will's mir mit Neapel, mit Krieg und so, ich will's mir mit Neapel nicht verderben. Dalmatien, obwohl sie 13 Schiffe haben... Ist jetzt nicht so wichtig. Schauen wir einmal hier rein. Frieden verhandeln. Zack. Erweiterung des Reiches ist drin. Und Geld ist nicht so viel drin. Aber wir erweitern das Reich. Und wie wir es erweitern? Moment. Ihr kommt einmal mit da hoch. Okay. Haben wir irgendwo noch Stress? Ja, wir haben noch Stress. Da oben haben wir noch Stress. Und hier in Moldawien. Egal, die können da hoch. Die können hier rüber. Ich glaube, die kommen da auch durch. Ja, das wird schon klappen. Und dann machen wir gleich noch Frieden mit dem Kirchenstaat. Und dann... Moment, jetzt haben wir noch einen über. Jetzt geht es darum, noch die Beziehungen so gut wie möglich zu verbessern. So, Wallahai. 64. Beziehung verbessern. Gleich geht's los mit verschiedenen Friedenskonstellationen. Dass wir das möglichst gut hinbekommen. Aber das wird schon gut klappen. Auf jeden Fall. Da bin ich sicher. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. So, was haben wir hier? Alles klar. Okay, okay. So, 71er Kriegsstand. So, was haben wir hier? Ingolstadt, Diplomat abberufen. Das passt. Okay. So, Ruf nach Frieden.
Wundert mich hier oben auch nichts, so neue Technologie wundert mich auch nicht. Wundert mich alles gar nichts, gar nichts. Okay, hier, die setzen wir zusammen. Die sind schon fast da. Und ja, genau. Dann geht's jetzt gleich rund mit dem Frieden-Moment. So, das passt. Dann verlieren wir keine Dukaten. Dann einmal lieber Kirchenstaat Frieden verhandeln. Ja, wir brauchen... Keine Ahnung, wir kriegen jetzt weniger Geld, ist mir egal. Wir verhandeln auf jeden Fall den Erweiterung des Reiches Frieden. Hassen tut uns dann Polen, Venedig, Litauen, der Kirchenstaat selbst und Genua. Forderung senden. Wie ist denn hier das Stimmungsbild? Das ist doch schon ein bisschen mehr in die Hose gegangen. Mit der aggressiven Expansion. Sieht auf jeden Fall sehr viel gelber aus. Aber was soll's. So, die hauen hier oben platt. Bitte, bitte. Jawohl. 98. Hatte ich noch nie. Also so hoch. Wir können das gleich ausrufen und dann ist alles super cool. So, Kirchenstaat. Mit euch müssen wir die beste Beziehung ever rausboxen. So, Wallahai zurück. Dann, okay. Bitte einen Diplomaten hin zum Beziehung verbessern. Den Kirchenstaat. Wir haben den jetzt reingeholt. Haben richtig viel aggressive Expansion auf unsere Schultern genommen. Das wäre dumm, wenn wir jetzt den Kirchenstaat wieder austreten lassen, weil sie schlechte gesinnt sind gegenüber uns und sich nicht privilegienmäßig unterwerfen wollen. Wäre natürlich richtig blöd, also machen wir das auch nicht. So, die erobern hier oben zurück. Jawohl. Und dann geht's einmal noch da drauf. Und dann passt das. In Ordnung. Ja, es war eine harte Arbeit in der Folge. 13.000 Truppen bleiben uns. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Der Kirchenstaat ist wieder im Reich drin. Und in der nächsten Folge geht's schön ums Privilegien aufheben. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge von EU4 als Österreich. Und ciao.